Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ja, ich hatte euch ja gesagt, dass ich gerne mal diese süßen kleinen Gläschen in Anführungszeichen verbasteln wollte. Es ist kein Glas, deswegen Anführungszeichen sind Kunststoffgläschen. Und ich möchte euch erstmal zeigen, wie es im Katalog aussieht. Das hier ist die Seite im Katalog. Von Seite 60 bis 61 könnt ihr das hier finden. Und ich habe jetzt schon eine Karte rausgebastelt, die habe ich aber nur auf Instagram gezeigt. Und ich finde einfach das Designerpapier sehr schön. Es hat eine ganz tolle Farbzusammenstellung. Und ich fand schon die Erdbeeren cool. Ich finde die Pfirsiche auch cool. Das ist so ein bisschen sommerlich irgendwie. Ich weiß nicht, das macht mir gute Laune, dieses Produktpaket. Aber ich wollte hier mal drauf zu sprechen kommen. Hier im Katalog sieht man ja, dass da Marmelade drin ist. Aber wie gesagt, es sind Kunststoffgläser. Und es wird halt nicht empfohlen, da was Heißes reinzumachen. Ich hätte es jetzt eh nicht gemacht. Mir war das von vornherein irgendwie klar, dass ich da Süßigkeiten drin verpacke, verschenke. Aber falls ihr da Marmelade oder irgendwas reinmachen wollt, es gibt ja auch Marmelade, die kalt angerührt wird. Allerdings muss man, wenn man das dann verschenkt, dabei sagen, es ist nur 2 Wochen im Kühlschrank haltbar oder so. Also da könnt ihr halt nichts Heißes reinfüllen. Ich habe jetzt hier so Pfirsichringe reingemacht. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Es gibt auch diese, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt. Also ich kenne sie von aus meiner Kindheit. Das sind so auch so ein Fruchtgummi-Zeugs, aber so flache Pfirsiche. Die sehen auch aus wie ein Pfirsich. Die würden mir noch einfallen. Oder man kann auch wunderbar diese, wie heißen diese Bohnen da? Jelly Beans? Sowas reinmachen. Oder Schokorosinen. Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes selbstgemachtes, Granola, was auch immer. Also da, man kann auch Seife oder sowas reinmachen, ne? Oder ein Körperpeeling, ja, sowas. Das muss ja nicht, nur weil es jetzt ein Glas ist, Marmelade reingefüllt werden, ne? Und man kann sie wiederverwenden, sowas ist immer schön, man schmeißt es halt nicht weg. Und das ist jetzt meine Variante. Ich war mir nicht so sicher, ob ich den Pfirsich oben auf den Deckel machen will, weil der so ein bisschen, fast schon zu groß ist. Aber ich finde es immer blöd, wenn man auf sowas Rundes irgendwas an die Seiten klebt, weil dann bleibt man dran hängen oder man nimmt es in die Hand und dann verknickt man es. Deswegen fand ich es auf dem Deckel so ganz schön. Ich mache es jetzt aber gleich mal ein bisschen anders. Das ist meine erste Variante. Und ich wollte es jetzt mal anders machen. Und zwar will ich ändern. Ich habe gedacht, es ist vielleicht schön, wenn man so ein bisschen was von dem sieht, was noch drin ist. Deswegen habe ich das hier schmaler gemacht. Ich mache es jetzt noch mal ein bisschen breiter. Ich finde es, glaube ich, schöner, wenn man mehr Papier sieht, weil irgendwie sieht man ja trotzdem, was drin ist. Und das oben, was oben in Blau ist, werde ich mal in Savanne machen. Also noch mal so eine quasi so eine Farbabwandlung. Ich muss nur mal ganz kurz ausmessen. Das waren, glaube ich, 3 cm. Ja, ich mache jetzt einfach mal 4 anstatt 3. Aber zeige euch erstmal das Designerpapier. Das ist das Blau, was ich verwendet habe. Das nehme ich jetzt gleich nicht. Dann habt ihr hier nochmal Pfirsiche. Das ist in meiner Meinung nach mit den Streifen hier das schönste Papier mit den kleinen Pfirsichen. Und dann hat man hier nochmal so ein Watercolor-Look, haben diese ganzen Pfirsiche auf der Rückseite. Und dann geht es hier weiter. Das sind die Streifen, habt ihr hier so ein blaues Design. Die Punkte und nochmal Pfirsiche. Hier habt ihr nur die Blüten und blaue Streifen im Hintergrund. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein grünes hier hinten. Und da haben wir auch nochmal ein Muster mit den kleinen Blümchen mit dabei. Das war es dann, glaube ich. Ja. Also total schöne Farben. Wo ist die Rückwand? Da. Die Farben heißen Babyblau, Hummelgelb, Calypso, Espresso, Mangogelb, Papaya, Farngrün und Blütenrosa. Mangogelb, genau, dann hatte ich ja unbewusst recht. Ich habe nämlich meinen Pfirsich in Mango gestempelt, weil ich das so schön fand.
denkt man jetzt vielleicht erstmal nicht dran, wenn man so sein Farbregal anguckt, dass man dafür Mango nimmt. Aber das Mango-Gelb ist ein unterschätztes Gelb. So 4 cm mal, ich habe da jetzt 21, glaube ich, genommen. Ich nehme 20,5. Ich bin mir gerade nicht sicher, dass ich es jetzt zu kurz schneide. Ja, das gefällt mir, glaube ich, besser, wenn das Designerpapier größer ist. Ja, es hätte jetzt auch 20 gereicht, ne? Oder vielleicht sogar 20,5. So, jetzt müssen wir da Kleber hinmachen. Und da. Da und da. Beides mal auf der Rückseite. Ich nehme Abreißklebeband. Hab jetzt auch mal eine neue Rolle. Oh, ist die fett. So, wer weiß, was ich suche? Pixel. Als ich diese Gläschen im Katalog gesehen habe, war mein erster Gedanke aber Halloween. Nicht Pfirsiche oder Sommer oder irgendwas. Ich habe gleich an Halloween gedacht und irgendwas Lilanes oder Schwarzes rein. Ich bin halt ein absoluter Halloween-Fan. So, diesmal klebe ich es auch fest. Bei dem ersten Glas habe ich es nicht festgeklebt am Glas selber, sondern habe es nur sehr straff geklebt. Es hält auch, aber ja, so einmal am Glas fixieren ist, glaube ich, noch schöner. Ja, es ist beides süß. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Aber ich zeige euch ja immer gerne mal so eine Abwandlung, von daher. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich stempel jetzt erstmal alles und dann brauche ich nämlich nur einmal die Stanzmaschine holen. Ein bisschen Weiß brauchen wir. Das ist das Stempelset. Das hat auch meiner Meinung nach richtig süße Sprüche. Erstens mal lassen sie sich kombinieren. Du bist einfach nur grandios. Lass dich feiern. Heute ist dein Tag. Eine Freundin wie du ist einfach nur grandios. Und hier ist nur ein ganz kleines Hallo und ein Wie geht's. Ich habe ja jetzt ein Wie geht's genommen. Das funktioniert ja immer, der Spruch so. Oder ein Hallo wäre auch süß. Ich wollte ja eigentlich genieß mal das süße Leben nehmen, weil halt was Süßes im Glas ist, aber das war jetzt zu groß. Ich wollte aber gerne in dem Set bleiben, dass ich nicht noch eins herbeihole, weil das ja immer auch schön ist für jemanden, der noch nicht so viel Stempelsets hat. Deswegen habe ich das Wie geht's genommen. Und wir brauchen jetzt den Pfirsich, hier oben das Blatt und hier unten diese Blüten. Den Pfirsich habe ich einfach nur in Mango gestempelt. Der hat nämlich von sich aus so einen schönen Effekt, als wären es mehrere Farben. Ne, also diese Flecken, die man da jetzt sieht, das ist so gewollt. Man kann jetzt zum Beispiel auch ein Schwämmchen nehmen und ein bisschen Calypso hier an eine Seite. Ich kann es euch immer zeigen. Das sieht auch schön aus, aber ich habe es jetzt in rein Mango gelassen. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt, dann tupft man hier so ein bisschen Calypso vielleicht auf. Ach, war noch zu wenig, man sieht es kaum. Hätte ich nicht so zaghaft machen sollen. Jetzt habe ich zu viel. Na, jetzt sieht man es. Dann hat man halt, kann man mehr farbig so, ne? Was gestalten. So, dann brauchen wir diese Blümchen. Die habe ich in Calypso genommen. Ich bin halt wieder im Designerpapier geblieben.
weil das ist auch immer ein ganz guter Tipp, wenn man davor sitzt und denkt, welche Farbe nehme ich jetzt? Dann nehme ich immer die im Papier sind. Ja, das brauche ich jetzt nur einmal. Und dann passt das meistens schon schön zusammen und man braucht sich da gar nicht weiter Gedanken machen. So, das ist alles, was wir stanzen müssen. Hier sind die Stanzformen. Man hat halt auch noch so kleine Pfirsiche. Die habe ich auch ausprobiert. Die habe ich hier auch liegen. Aber die waren mir dann zu klein irgendwie. Da hätte ich wieder mehrere nehmen müssen. Und ja, dann bin ich doch beim Großen geblieben. Also das sind die Stanzformen. Das habe ich ja schon oft verwendet, nur hier für diese kleinen Blümchen. Finden sich irgendwie hier auf jedem Projekt im Moment wieder. Dann hat man hier noch einen Zweig und auch hier so lustige kleine Blätter. Und ja, sonst die Dinge, die man braucht, um den Rest auszustanzen. Und für den Deckel, für diesen Topper hier oben, habe ich jetzt mehrere Sachen ausprobiert. Wir haben ja nicht mehr so viele Handstanzen im Sortiment, deswegen bin ich auf die Stanzformen hier, auf die normalen Kreise zurückgekommen und da habe ich mir diesen gewellerten genommen, der eben dann auf das Glas passt. Oh, schwer, schwer. Ich brauche mal ein bisschen Platz hier hinten raus. So, einmal den Pfirsich. Dann die drei Blümchen. Und das Blatt. Na komm, wenn du schon dran hängst, dann klebe ich dich auch fest. Das schon mal. Da muss ich mal ganz kurz gucken, habe ich Calypso-Papier hier? Ja. Und zwar brauchen wir ja noch so ein bisschen was, ein kleines Stückchen Papier für diese Blümchen, weil davon habe ich auch welche aufgeklebt. In letzter Zeit. So. Die Stanzform packe ich mal lieber gleich wieder weg, weil gerade die kleinen Blümchen hier, die Scheißerchen. Und das hier, ich brauche das jetzt zwar nicht, aber kleiner Tipp. Einfach mit da rein. Beim nächsten Mal freut ihr euch, dass ihr schon was ausgestanzt habt. Halt, ich habe ja den Kreis vergessen. Oh, ich doofi. Dann kommt das kleine Schätzchen hier nochmal zum Einsatz. Das ist nicht ganz so schwer. So. Muss mir mal unbedingt meine Matte hier festkleben. Das macht mich ja wahnsinnig.
Ich wollte nur irgendwie keinen Kleberest auf meinem Tisch, aber der sieht eh schon so aus. Der juckt auch keinen mehr, wenn da noch ein bisschen Kleber zu sehen ist. So, also. Ich fand nämlich, dass Savanne sehr gut hierzu passt. Ich stelle mal das Blaue hier so hin, dann habe ich so ein bisschen, kann ich mal lupen, wie ich das gemacht habe. Erstmal kommen Dimensionals drunter. Hier ist noch einer. Ist euch aufgefallen, dass ich sie gleich gefunden habe? Das muss positiv erwähnt werden. So. Einfach oben drauf. Dann habe ich das größte Blümchen so ein bisschen an die Seite gepackt. Ich wollte mal gucken, wie das so aussieht, wenn man da noch ein Blatt hin macht. Eins reicht. So, das wackelt jetzt natürlich noch alles hin und her, aber das zieht ja gleich an. Das war jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu viel Kleber für das kleine bisschen. So, und jetzt brauchen wir noch das Wie geht's? Und zwar habe ich ja immer hier meine Reste und das reicht vollkommen. Ich mache gleich zweimal, falls ich mich schneide. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, die so schmale Balken zu schneiden, finde ich immer sehr schwer. Eigentlich macht man ja den, also man kann den schmalen Balken zuerst machen und dann reinstempeln, aber das wird dann auch oft schief. Ich habe es jetzt in dem Fall einfach so gemacht. Ist auch ganz gut geglückt. So, das habe ich da einfach so aufgeklebt und dann habe ich hier an das Spitzchen noch eine kleine Blume gemacht. So, und das müssen wir jetzt natürlich anziehen lassen, ne? Also einfach mal ein bisschen zu Hause 3-4 Minuten stehen lassen, aber ich binde jetzt trotzdem noch die Schleife drum und zwar habe ich da die Papaya-Schleife genommen aus den In-Color-Farben. Die passt einfach so am schönsten. Die ist schön zart hier an der Seite. Weil so ganz nackig wollte ich es dann hier an der Seite auch nicht lassen. Da ist, glaube ich, ein Schleifchen dann die beste Variante. Entschuldigung, Frosch im Hals. Da zubbel ich jetzt mal nicht mehr dran rum, ist mir gut gelungen. Kann ja auch mal Glück haben, ne? So. Und dann das Schleifchen, das habe ich auch so locker gelassen. Das ziehe ich dann so in die Mitte vom Pfirsich. Oh Mann, es tut mir leid. Und dann war es das. Und ich finde beide Varianten schön. Das ist so ein bisschen der natürlichere Look mit dem Savanne. Und hier ist noch ein bisschen Farbe im Spiel. Ich mag beides. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Gläschen oder die Idee oder das Produktpaket, die Pfirsiche an sich. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier
meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal. I can't go.